und herzlich willkommen zurück hier im Ulysses Studio 3 plus 3 zu einer weiteren Folge Alte Männer reden über alte Spiele. Heute wieder mit ganz vielen Personen, die, wie ihr schon wisst, diesen Titel tragen und zwar unabhängig vom Alter und vom Geschlecht. Also insofern, Alte Männer ist ein Ehrentitel und wir sind total erfreut darüber, dass ihr uns hier heute wieder so zahlreich beglückt, damit wir gemeinsam zurückgehen können in die 80er Jahre, um dort über die Ursprünge des Rollenspiels in seiner heutigen Form ein wenig zu philosophieren, vielleicht die eine oder andere coole Perle auszugraben oder das eine oder andere Stück, wo man sich denkt so, Hossa, ja, zum Glück sind die 80er lange her. Also von daher freuen wir uns schon sehr darauf, mit euch heute mal wieder zu schauen, was da so alles los ist. Mit dabei haben wir heute den alten Mann Björn. Hallo Björn. Hallo, guten Abend. Dann haben wir noch den alten Mann Jan Schmid. Hallo Jan Schmid. Hallo. Und last but not least den alten Mann Jan ohne Schmid Wagner. Hallo Jan ohne Schmid Wagner. Schönen guten Abend. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und natürlich noch viel toller, dass ihr wieder mit dabei seid, weil ohne euch könnten wir das hier gar nicht machen. Beziehungsweise wir könnten das schon machen, aber es wäre nicht ansatzweise so cool und lustig. Und am Ende machen wir das ja vor allen Dingen, damit ihr euch unterhalten fühlt und ihr uns eine gute Erklärung gibt, warum wir uns wieder mit alten Spielen beschäftigen dürfen, die wir dann auch wieder unseren Familien erklären können. Also bleibt dran und unterstützt uns dabei. Wir freuen uns über alles. Heute haben wir ein sehr, sehr abgefahrenes Projekt am Start, weil das sich in viele Bereiche so ausweitet. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, das wird heute Abend sehr, sehr spannend. Wir werden da nicht nur einfach über irgendwie ein Spiel und wie sind denn da die Regeln und wie ist denn unser Hintergrund, sondern das hat auf unterschiedlichste Art und Weise Einflüsse auf andere Aspekte, die wir ja auch schon beleuchtet haben in unserer Branche, gerade eben in den 80ern. Ich habe gesehen, in der Ankündigung stand drin, der Ursprung von Battletech. Und alleine da in diesem Satz, in dieser Frage, steckt ja schon ganz, ganz viel Provokation drin, über die wir uns mit Sicherheit noch ganz, ganz viel und ausgiebig unterhalten können. Und diejenigen von euch, die Ahnung haben von diesem Bereich, werden schon ahnen, um was es heute geht. Aber ich übergebe hiermit ganz offiziell an den Jan Schmid, denn wir reden heute über Robotech! Yay! Ja, wir reden über eigentlich ein Rollenspiel zu einer amerikanischen Toon-Serie, der 1985 im amerikanischen Kinderfernsehen mehr oder weniger lief und damit sehr prägend war für eine Generation Amerikaner. Und Palladium hatten wir ja jetzt schon ein paar Mal, hat die Erlaubnis bekommen, das Rollenspiel dazu zu schreiben und hat das auch getan. Zu dem Rollenspiel können wir gerne später noch ein bisschen was erzählen. Letztendlich ist es aber ein Standard Palladium. Sie haben sich nicht sehr verändert, was die Regeln für ihre Rollenspiele angeht. Und auch für Robotech haben sie da keine Ausnahme gemacht. Aber wir sollten vielleicht, wenn wir bei diesem Thema sind, erst einmal erklären, zum einen, warum diese provokante Frage, die Ursprünge von Battletech, Fragezeichen. Und zum zweiten, was ist Robotech eigentlich und worum geht's da? Ich weiß es, Riesenroboter, ja. Riesenroboter. Falsch. Was? Das sind keine Roboter. Eben. Es gibt in dieser Serie keine Roboter. Genau. Deswegen also, heißt es ja auch Robotech. Ja, genau. Warum heißt es Robotech? Das hat weder was mit Battletech noch was mit Robotech zu tun. Das war eine... Das hat weder was mit Battletech noch mit Robotech zu tun. Deswegen heißt es Robotech? What the fuck? Ja. Der Name kommt nämlich von einer Spielzeugserie von Revell. Dieser hier. Du hast nicht und original ein Robotech von Revell. Klar. Und das war eine DC-Comic-Serie, die nach zwei Heften leider eingestellt wurde. Dummerweise. Okay, jetzt nochmal. Also nur, dass ich es richtig nachverfolgen kann. Es gab von DC diese Comic-Serie.
Diese Comicserie hieß Robotech. Robotech Defenders, ja. Okay, und die wurden dann nach zwei Heften eingestellt, aber deswegen heißt das Robotech-Rollenspiel Robotech und deswegen gibt es diese Bausätze von Revell? Nein. Die Revell-Bausätze gab es vorher. Und als die... What? Als diese Toot-Serie ins amerikanische Fernsehen kam, hatten die das Problem, dass das amerikanische Fernsehen gesagt hat, da könnt ihr eine Fernsehserie machen mit amerikanischen, mit japanischen Animes, müssen natürlich auf amerikanisch sein, und ihr müsst mindestens 75 Folgen haben. Das Problem war, die Serie, die sie aufgekauft hatten, also die Firma hieß Harmony Gold USA, also die gibt es auch immer noch, hatte gekauft die Serie Super Dimensional Fortress Macross. Das waren dummerweise nur 48 Folgen. Auf diese basiert aber unter anderem das Robotech Defenders Comic von DC, für das Revell die Rechte an den Bausätzen hatte. Das Problem war aber, das war zu wenig. Sie brauchten ja 75 Folgen. Also haben sie noch zwei andere japanische Comicserien aufgekauft, nämlich Super Dimensional Cavalry, Southern Cross und Genderless Climber Mousepeder. Was? Deswegen heißt es Robotech, weil die anderen Namen so kompliziert waren. Genau. Sie mussten einen Namen finden, der für alle gilt. Und in allen kommen keine Roboter vor, aber große Kampfmaschinen. Okay. Also haben sie es Robotech genannt. Der Punkt ist, diese drei japanischen Comicserien haben, außer dass es in ihnen große Kampfmaschinen gibt, die roboterartig aussehen, nichts miteinander gemein. Man hat das also in kleine Schnipsel geschnitten, neu zusammengeschnitten, dabei eine Drei-Generationen-Story gemacht, die man über 75 Folgen auswalzen konnte, und die gesamte Story und die gesamte Sprache, also alles, was gesagt wird, umgeschrieben und sowieso neu vertont. Weswegen es in dieser Serie drei verschiedene Roboter- bzw. Kampfmaschinensorten und drei verschiedene Gegnersorten gibt. Mhm. Weil sie ja jedes Mal anpassen mussten, dass sie jetzt gerade eine andere Serie mit reingeschnitten haben. Und das Ganze läuft dann über mehrere Generationen, weswegen sie irgendwie erklären mussten, warum die Charaktere aus dem ersten Teil jetzt plötzlich nicht mehr da sind und jetzt neue Helden da sind und welche sie aber immer noch weiter benutzen. Also es ist sehr, sehr schräg. Oh, und dieser Robotech-Name kam eben von der Matchbox- bzw. Rebell-Serie, die eigentlich für einen Comic war, der nie rauskam. Also der kam kurz raus, aber war wohl ein Flop und hat sich nicht durchgesetzt. Danach, und das hat man in Deutschland nicht so mitgekriegt, weil Robotech lief eigentlich nur in Amerika, vor allem nur in Amerika so erfolgreich, Battletech hat dann gesagt, hey, das sind coole Kampfmaschinen, die nehmen wir. Und haben eins zu eins sämtliche Kampfmaschinen aus dem Macross-Ding genommen und eine völlig andere Story und völlig andere Regeln dafür gemacht. Und das war dann Battletech. Das Problem ist, die Maschinen sind wirklich eins zu eins übernommen. Also wenn man die nebeneinander stellt, wir können das nachher mal machen, es gibt keinen Unterschied. Okay, die beschriebenen Waffen sind andere, aber das ist ja egal. Das eine war ein Zeichentrickserie, das andere war ein Rollenspiel. Also, ob du es jetzt PPC oder Large Laser nennst, völlig egal. Entsprechend gab es dann aber eigentlich schon seit 1985 Rechtsstreitigkeiten darum, wer hat das Recht an was. Zwischendurch hatte nämlich Bandai von dem ursprünglichen japanischen Produzenten von Super Dimension Fortress Macross die Rechte an dem Veritech Fighter gekauft. Ein sich in einen Raumschiff oder Düsenjäger oder Kampfroboter wandelndes Objekt. Ein Flum. Genau, ein Flummech. Diese Flums sind quasi von Anfang an der große Streitpunkt gewesen, weil die dürften eigentlich nur Bandai machen.
Dann hieß es, ja doch, ihr dürft es auch machen, weil sie gehören ja zu Makros. Dann hat Harmony Gold gesagt, ja, wir haben aber alle Rechte für alles von Makros außerhalb von Japan. Also darf Bandai diese Dinger nur in Japan machen. Es wurde also immer wieder solche Teile hergestellt von verschiedensten Firmen. Das ist jetzt, glaube ich, eine von Revell. Waren dann eine Zeit lang auf dem Markt und sind dann wieder von irgendeinem Gericht verboten worden für den jeweiligen Bereich. Okay, also, ich muss jetzt mal ganz kurz einschreiten. Also zum einen, du hast gerade alles auf den Kopf gestellt, was ich glaubte, über dieses Ding in dieser Form zu wissen. Ja. Also ich wusste, dass das eigentlich eine japanische Serie ist, die in Amerika dann rauskommt, bis sie es nach Deutschland geschafft hat und so weiter und so fort. Ich wusste auch, dass die Makros eigentlich hieß. So, das andere, was... Super Dimensional Fortress Makros. Ja, ist klar, logisch. Also Robotech. Ja, ja. Und von daher ist... Aber ich wusste auch von Southern Cross... Weil da gibt es ja ein Erweiterungsbuch dazu von Robotech und so weiter, da habe ich das... Nein, das ist quasi das zweite Drittel von der Robotech-Serie, ist Southern Cross. Deswegen sind die Kampfroboter da oder die Kampfmaschinen da völlig anders aus. Okay, das war eines der Bücher, die es im Regal zu Robotech gab, ja? Ja, ja, also wir könnten das auch kurz einblenden. Also neben dem Robotech-Buch gab es das Southern Cross und noch das dritte, das hieß Invit oder The Sentinels. Vielleicht kann das mal eingeblendet werden. The Sentinels. Also das eine war The Sentinels, das ist dieses hier. Und das andere war Southern Cross. Kostet 49 Mark. Ja. Und man sieht, die sehen völlig unterschiedlich aus, verhalten sich auch völlig anders, sind auch mit anderen Wesen drin, werden anders gesteuert, gehen nach anderen Regeln, alles anders. Aber in der Serie war das eine Story, die sich fortgezogen hat, mit anderen Hauptcharakteren halt, weil die in der Comic-Serie im Original natürlich nicht vorkamen. Das Einzige, was immer geblieben ist, ist die eine Hauptdarstellerin, weil die eine Sängerin ist, die taucht immer mal auf und singt dann. In der amerikanischen Version singt sie immer dasselbe Lied. Im japanischen Original kommt sie nur in der Makros-Serie vor. Da singt sie aber fünfmal ein anderes Lied, weil die Sprecherin nämlich tatsächlich eine Popsängerin war, eine sehr bekannte. Ansonsten heiratet die halt irgendwann den einen und dann platzt aber die Beziehung und deswegen bleibt sie da und taucht dann in der Serie immer wieder auf, wird aber einfach nur so in ihrem Auftritt dazwischen geschnitten. Von daher, da keine anderen Charaktere zu sehen sind, kann man das immer mal reinschneiden. Das ist ein großartiges, also ich meine, das ist Ausmaß an Pragmatismus, das sich darin ausdrückt zum Thema Kreativität und Story und so weiter, ist, ist sehr amerikanisch und hollywoodesk. Das ist, ich sage, ja, wir haben noch Reste, die können wir noch irgendwie verschneiden, dann lass uns das mal zusammenkleistern, wir stellen drei Writer an und dann wird es schon passen. Ja, und das ist dann ein Erfolg genau geworden, so ist das ist schon aber, geil. So ist das aber nicht einmal gelaufen, sondern fünf oder sechs Mal, nur viele dieser Projekte sind gescheitert, bevor sie dann ins Kino kamen, weil Harmony Gold ihren Prozess gewonnen hat. Also unter anderem hat Canon versucht, mal so einen Film rauszubringen und der war auch schon fertig geschnitten. Dann haben sie gesagt, nee, ist zu wenig Ballerei, nochmal. Daraufhin haben sie ihn innerhalb von 24 Stunden neu geschnitten mit mehr Ballerei. Und dann ist er aber im Kino rausgeflogen, weil er nicht mehr für Jugend und Jugendliche und Kinder geeignet war. Ja. Und wie hat Battletech es dann, also Battletech ist, wann ist das erstmal rausgekommen? Auch 85, oder? 84? Bisschen später, meine ich. Weißt du? Ich weiß es nicht. Kann nicht viel später gewesen sein. Also ich glaube, das kam doch auch als erstes unter Battle Droids raus. Also das kam ja gar nicht als Battletech raus, sondern ich meine, das erste war Battle Droids, wo das rauskam. Ja. Das hieß erst später Battletech. Und ich glaube, Battle Droids müsste irgendwie auch wirklich Mitte der 80er gewesen sein. Also 84, 85, sowas von den Richter. Ja, ja. Also das kam alles relativ dicht beieinander raus und es gab dann wahnsinnige Rechtsstreite und bei Battletech war es tatsächlich so, die haben den kompletten Background völlig anders. Also das Einzige, was sie geklaut haben, waren das Aussehen der Mechs. Das aber eins zu eins. Ja.
84, 85. Ja. Battle Droids. Droids haben sie dann gedroppt, weil George Lucas den Begriff Droid hat schützen lassen für Spiele. Hm. Ich finde, Battletech klingt auch ein bisschen geiler. Aber gut. Ja. 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 Worum geht's in der Story? Also, ich habe mir tatsächlich die amerikanischen Serie damals besorgt über meine Kumpels, was ziemlich schwierig war auf Videokassette, weil man musste es halt von NTSC auf SECAM umkopieren. Aber ich hatte einen Bekannten, der einen entsprechenden Rekorder hatte. Völlig und konnte Wahnsinn. Mir die Serie dann anschauen. Ja, ich war vielleicht schon ein bisschen alt dafür. Ich weiß jetzt nicht, was du meinst. Naja, sie war halt, also zumindest die erste, also Fortress Macross, war eine Serie, die dafür gedacht war, Kindern Spielzeug zu verkaufen. Und zwar den Jungs irgendwelche Kampfmaschinen und den Mädels irgendwelche Barbie-Puppen, die geeignet sind, um diese Liebesbeziehung zwischen der Sängerin und dem Fashion-Piloten nachzuspielen. Ja, das Gegenstück zu Transformers. Ja, Transformers kommt natürlich auch noch vor. Das war dann das, was von Bandai kam und dann versucht wurde, irgendwie zu klären, ob jetzt nun diese Flugmech, also der Flum, nun zu den Transformern gehören darf oder nicht, weil er ist ja eigentlich aus Macross und eigentlich Harmony Gold, aber also manche Firmen haben sich irgendwie mit Harmony Gold geeinigt in irgendeiner Form, manche halt nicht. Im Normalfall war es so, dass auf jeden Fall immer diese Produktion ein bisschen länger gedauert haben, eigentlich gedacht, weil halt noch ein gewisser Rechtsstreit dazu kommt. Jetzt muss ich aber trotzdem mal rein, weil Battletech hatte doch, soweit ich das in Erinnerung hatte, hatten die doch von irgendjemandem zumindest die für eine Weile die Rechte eben an diesen an den Designs, dass die benutzen durften, auch in Battletech. Die hatten sich mit Harmony Gold für bestimmte Sachen geeinigt, ja, genau. Unter gewissen Bedingungen. Die mussten einfach Designveränderungen vornehmen, weswegen ja. Dann bestimmte Mechs nicht mehr so aussahen wie in dem Ursprung. Weil die einfach zu eindeutig Robotech waren, beziehungsweise... Ja, die ersten paar Jahre war das doch komplett identisch, also sowas wie ja, Battlemaster, genau. Warhammer und so weiter und so fort. Die waren ja über Jahre hinweg, waren die ja... Also das hier ist... völlig klar, ein Excalibur, ne? Das ist ein Warhammer. Nein, das ist ein Excalibur. Nein, das ist ein Warhammer. Ist ein Warhammer. Falsch, das ist das Rebellenmodell. Kann sein, also ein Warhammer. Punkt. Genau daran lag die Problematik. Ja, aber das haben die doch über 10 Jahre lang gemacht. Also das haben... Ja. Das und das können die doch nicht gemacht haben. Ich meine, Harmony Gold hätte doch da sofort irgendeine einstweilige Verfügung aufgerufen. Ich habe keine Ahnung, was da rechtlich im Hintergrund genau abgelaufen ist. Glücklicherweise. Aber es gab da auf jeden Fall gewisse Unklarheiten. Gut, aber vielleicht mal kurz zur Story. Um was geht's? Ein übergroßes außerirdisches Raumschiff macht eine Bruchlandung auf einer kleinen Insel und im südlichen Pazifik und sorgt damit dafür, dass die Menschheit, die sich gerade wild im Krieg miteinander befindet, damit aufhört, weil sie mitkriegen, offensichtlich gibt es irgendwelche Außerirdischen und die könnten uns Potenzial aufs Maul hauen, also müssen wir uns einig werden und eine gemeinsame Regierung bilden, damit wir einen Widerstand gegen irgendwelche aus dem Weltraum kommenden Aggressoren bilden können. In der Timeline in-game passiert das 2000. Dann stellen Sie fest, in diesem Raumschiff gibt es Kampfmaschinen, ziemlich viele, in denen wohl ja, Piloten drin sind, die grundsätzlich humanoid sein müssen, aber irgendwas so um die 10, 12 Meter groß. Woraufhin sie ziemlich Panik schieben
und dann eben anfangen, diese Kampfmaschinen zu entwickeln mit der gefundenen Technologie und dieses große bruchgelandete Raumschiff zu reparieren. Das, was da aufgeschlagen ist, ist eben diese Super Dimensional Fortress Mokros oder wie sie in der Serie dann heißt, die SDF-1. Super Dimensional Fortress 1. Von der haben wir natürlich in dem Buch auch ein Bild. Das können wir auch mal einblenden. Das ist quasi eine stadtgroße Raumstation mit Hunderten von Kampfmaschinen an Bord und selber super stark bewaffnet und die kann sich auch quasi in einen Roboter verwandeln, also seine Arme bewegen und dann da irgendwelche... Was ja vor allem im Weltraum total nützlich ist immer. Ja, auf jeden Fall. Ganz, ganz wichtig. Rudern, schwimmen. Ja, was man halt so macht. Ja. Meteoriten werfen. Fangen und werfen. Wir müssen das nicht nachvollziehen, aber Fakt ist, kaum ist man fertig mit dem Konstruieren dieser Kampfmaschinen und Piloten ausbilden, die sie auch bedienen können. Kommen auch schon. Das ist eine riesige Technologie, aber von alleine steuern können die Dinger sich nicht. Doch, das geht schon. Also die haben quasi so ein Interface, was es möglich macht, quasi Gedanken und Bewegungsimpulse auf die Maschine zu übertragen. Und das nennt sich Protoculture. Das ist übrigens der Erfindung der amerikanischen Serie. In der japanischen Serie gibt es das gar nicht. Okay. Da bewegen sich die Zentradi, so heißen nämlich die Gegner des ersten Teils der Serie, also diese riesigen Menschen, einfach in diesen Maschinen, als wären das Kampfanzüge. Und die normalen Menschen sitzen halt irgendwo oben im Cockpit und steuern diese Maschinen. Da gibt es kein Protoculture. Aber weil man ja irgendein verbindendes Element machen musste, hat man Protoculture erfunden, weil das in allen drei Filmserien dann irgendwie erklärt, warum Dinge so sind, wie sie sind. Das holpert manchmal ein bisschen von den Erklärungen her, aber grundsätzlich... Ach nein, das kann ich mir gar nicht vorstellen, so flüssig, wie das bisher gelaufen ist. Wo sollten denn da die Fallstricke sein? Ja, die Frage ist, hat es ja irgendjemand gestört? Also ich meine... Nein. Das ist halt... Also ich meine, genau, das ist ja das, was bei solchen Serien auch... Also du sagtest ja vorhin auch mit der Resteverwertung, das war ja durchaus üblich, wenn überhaupt internationale Sachen in den amerikanischen Markt auch integriert wurden, dass halt teilweise wirklich sehr bunt zusammengeschnitten wurde oder sonst irgendwas, gerade bei japanischen Sachen, als das anfing. Und ob da dann die Logik gepasst hat oder nicht, oder irgendwie tiefergehender Weltenbau irgendwie zerstört wurde bei... Ja. Who the fuck cares? Es ging darum, dass man irgendwelche kämpfenden Kriegsmaschinen hat, die möglichst toll aussehen. Und wenn man das irgendwie storytechnisch verbinden kann, alles gut. Wie sagte schon Gene Roddenberry bei Star Trek, jetzt nicht darum, Geschichten mit dem Weltraum zu erzählen, sondern Seife zu verkaufen. Weil das wurde in den Werbepausen. Einer der Hauptsponsoren war ein Seifenhersteller. Alles klar. Okay. Deswegen heißt das so. Ja, du bringst gerade viele Star Trek-Fans gegen dich auf, aber das ist okay. Alles klar. Ja, was gab es für Maschinen in dem ersten Teil? Im Prinzip die bekannten aus Battletech. Es gibt als Hauptkämpfer den Veritech Fighter. Vielleicht kann man da mal das Bild zeigen. Und den in seinen verschiedenen Mods. Ah. Das ist der Veritech Fighter. Also eine Wespe. Im Prinzip eine Wasp oder ein P-Hawk. Die gab es in verschiedenen Varianten. Die unterscheiden sich aber nur dadurch, wie viele Laser sie auf dem Kopf haben. Das sind Laser im Original? Ja, 1, 2 und 4. Ich dachte, es waren Antennen. Nein, das sind Laser. Ach, das sind doch keine Laser. Bei Battletech sind das Antennen.
Ja, bei Battletech sind das Antennen, völlig richtig. Den gibt es dann auch noch mit extra gepanzert. Mit extra gepanzert hat er dann einfach nur ein bisschen dickere Beine und Arme und ist dann der Crusader aus Battletech. Ach so. Wir können aber noch mal die Mods zeigen. Das sind nämlich dann die, bei Battletech hieß es im Ursprung Flums oder Flugmechs und die Jäger oder Düsenjäger. Das ist einfach nur, wenn das Ding sich quasi jeweils zusammenfaltet. Ja. Und der Kopf mit den Lasern klappt dann quasi unter das Cockpit, dass er dann von unten schießen kann. Mir fällt gerade auf, dass Bumblebee der Wasp auch sehr ähnlich sieht. Mhm. Ja. Was gab's noch? Wir haben den Excalibur oder Warhammer. Den habe ich mal auf dem Charaktersheet. Ich habe mich auch mal ein Charaktersheet gescannt. Da ist der Excalibur, wie er in Robotech aussieht. Ja? Eindeutig zu erkennen. Das ist ein Warhammer. Ne? Ja. 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 Mit dem Unterschied, dass bei Warhammer hat man sich immer gefragt, was ist eigentlich da unter diesen Schultern? Also da, das ist tatsächlich nicht das Munitionsdepot für den KSR, weil wir uns immer gefragt haben, wie die KSR da oben reinkommen. Sondern das sind Raketenabschussbasen. Die kann die eigentlich aufklappen und dann schießen die da raus. Ich finde noch viel krasser, geiler war das bei dem Battlemaster, wo sogar tatsächlich ein paar von den Originalbildern noch da irgendwie Kanonen aus der Brust rausgucken, die da überhaupt nicht drin sind und sowas. Ja, ja. Ja. Kleinigkeiten. Was viel spannender ist, die Gegner haben eigentlich nur so kugelartige Dinge mit starken Beinen und irgendwie so zwei kleinen Lasern. Außer die Offiziere, die fahren nämlich einen Officer's Battle Pod. Den können wir vielleicht auch mal kurz einblenden. Den Officer Battle Pod. Also wir haben total coole Roboter-Maschinen, Kampfmaschinen mit 47 verschiedenen Bewaffnungen und die haben kleine, runde Frogs. Das sind mit... Ah, okay, jetzt verstehe ich. Stimmt, der Marauder war der Officer. Marauder ist der Gegner. Das war der Officer Battle Pod. Ah, und ich glaube, die anderen waren der Ostzoll und der Ostrock, ne? Das waren die normalen Pods dann, ne? Ja, wobei sie die bei Battletech zumindest ein bisschen, also die Beine etwas gekürzt haben und stumm dicker gemacht haben. Da haben sie tatsächlich im Design ein bisschen was verändert. Ja. Waren trotzdem Schrott, also von daher völlig egal. Ja, ja. Genau. Marauder sah cool aus. Ich habe nochmal ein Bild von den Centradi, dass ihr mal eine Vorstellung davon habt, wie das denn aussah, wenn man sich tatsächlich mal nicht im Kampf begegnet ist. Sind das da Schuhe? Ja. Der hat da irgendwie einen, der sitzt in seinem Jeep und unterhält sich quasi mit den beiden Centradi. Okay, die sind tatsächlich einfach nur sehr, sehr große Menschen mit... Genau. Also, Hufen. Okay. Mit Hufen. Ja, nein, das sind die Schuhe. So Spezialschuhe halt. Das sind Spezialschuhe, die passen halt dann zu den ganzen Kampfmaschinen. Die sind mit so Absätzen, damit die Jeeps dazwischendurch reinfahren können. Was? Ja, dann ist ja 70er Jahre, das sind noch die Spuren der Plateauschuhe. Das auf jeden Fall endet der Abschnitt von Robotech, der quasi von Makros übernommen wurde, damit, dass die Centradi die Erde quasi in die Steinzeit zurückbomben. Moment, so und endet das auch im Original in der japanischen Serie? So endet die japanische Serie? Naja, also. Die Erde wird zum großen Teil zerstört, auch in der japanischen Serie. Aber man einigt sich dann halt und baut dann gemeinsam wieder auf. Ja, was außerhalb von Japan passiert, ist ja nicht so wichtig. Also, ja, gut. Das kann ich jetzt nachvollziehen. Aber es war wieder Atomkrieg, sozusagen. Also es war Nagasaki-Aufbearbeitung. Okay. Und jetzt war aber das Problem, das war irgendwie Folge 48, sie mussten bis 75 noch ein paar machen.
Also haben sie sich überlegt, was machen wir denn jetzt? Jetzt ist ja quasi DD1 ist ja kaputt. Also SDF1 wird DD Super Dimensional Fortress 1 wird ja zerstört. Was machen wir denn jetzt? Jetzt kam die glorreiche Idee, ja, unsere ganzen Hauptcharaktere aus diesem Teil gehen jetzt quasi in die Raumstation neben dem Mond und bauen eine neue SDF, also die SDF 2, um dann zu den Chefs von den Zentradi zu fahren und mit denen zu verhandeln. Und derweil prügeln sich auf der Erde die Zentradi, die nicht mit den Menschen zusammenarbeiten und leben wollen, mit den Resten der Armee auf der Erde. Die benutzen aber ganz andere Kampfmaschinen und das ist der zweite Teil. Das ist nämlich der Southern Cross Teil. Da geht es quasi um interne Streitigkeiten auf der sich wieder aufbauenden Erde. Es gibt auch keine zentrale Regierung mehr. Und man versucht quasi wieder so ein gemeinsames Government zu kriegen, weil die ganzen, die den ersten Krieg quasi gewonnen haben, unter Verlust des größten Teils der Erde, sind halt gerade auf der Raumstation und bauen eine große Streitmacht. Das sind so 20, 24 Folgen. Ich habe gerade Schmerzen von rechts und links, also das ist schon hart. Das geht so 24 Folgen lang oder so, weiß ich nicht genau. Und dann kommen die Inwits. Das sind quasi froschartige Eidechsenviecher, die eigentlich die Samen des Protocultures für ihre Planeten zurückhaben wollen und deswegen jetzt alle vernichten. Okay, das und ist, machen die gesamte Erde nochmal platt. Und erobern alles. Ja, ja, das zweite Mal. Und dann kämpft da, man schaut dann in der Serie quasi aus den Augen von so Rebellen, die versuchen, gegen diese Invasoren, die alles besetzt halten, zu kämpfen. Und die wieder zu vertreiben. Deswegen sind in dem letzten Teil der Robotech-Serie die Gegner halt wieder völlig anders. Ich habe mal ein Bild, die heißt hier Invit. Beziehungsweise auf dem Cover vom Sentinel sieht man auch, wie da die Gegner aussehen. Die haben halt so eine gewisse Alien-Struktur. Und inzwischen hat man, weil man sich das gar nicht mehr leisten kann, so große Zentradi oder zu ernähren, die alle verkleinert. Die sind also alle nur noch menschengroß. Und deswegen kämpfen die jetzt mit so Roboter-Motorrad-Kampfanzug-Maschinen gegen diese alienartigen Viecher in ihren Kampfmaschinen. Ja, das macht Sinn. Ja. Alter! So, jetzt habt ihr alles quasi, was es zu Robotech der Serie grob zu wissen gibt, einmal so drüber gerissen. Wie gesagt, zwischendurch singt immer Min-May und diverse Helden werden aufgebaut und dann entweder erschossen oder gehen irgendwo anders hin. Okay, also ich meine... Kein Wunder, dass das so ein großer Erfolg in der Serie geworden ist. Besticht durch seine... Gradlinigkeit, möchte ich sagen. Ja, und das, also ich meine, es wirkt so ein bisschen, als wenn sie den Writers Room entweder regelmäßig einfach ausgetauscht hätten, so frei nach dem Motto, wir brauchen einfach mal einen kompletten Satz neue Schreiberlinge, oder aber die ihre Plotplanung irgendwie nach einem längeren Karaoke-Bar-Besuch gemacht also haben. Mussten, was sollen sie machen? Sie haben ja drei verschiedene Serien. Ich wollte gerade sagen, sie haben drei verschiedene Serien, die sie irgendwie zusammenschneiden mussten zu einer. Und das haben sie tatsächlich ziemlich gut hingekriegt. Wenn du dir die Serie anschaust, dann merkst du zwar ab und zu, echt, dafür ist Protoculture, ach nee, das sind eigentlich Pflanzen, ach so. Ja, aber also dir fällt nicht auf, dass es wirklich so schlimm zusammengestellt. Ja, aber jetzt muss ich trotzdem nochmal, also das heißt, ich verfolge mit großer Spannung eine Serie, wo wir auf einer Erde im Krieg anfangen, die dabei faktisch komplett von den Außerirdischen zerstört wird. Wir dann, nachdem wir die Erde verlassen haben, weil die ja so im Arsch ist und da unten irgendwie immer noch der Punk abgeht. Nein, wir bleiben immer auf der Film bleibt immer auf der Erde.
Ah ja, okay, wir sind auf der Erde, die Erde ist vollkommen zerstört, also statt, das heißt, wir haben so einen wirklichen Dark Moment an der Stelle, ja, wo die Erde ist mehr oder weniger im Arsch, die Zitrate, die haben alles putt gemacht und wir bauen jetzt unsere SDF-2, um dann mit den Chefs zu verhandeln. Und dann ist aber leider irgendwann das Ende mit, die Erde ist jetzt wirklich völlig, völlig im Arsch und wir machen nur noch ein bisschen Rebellenkämpfe und am Ende geht's wie aus? Am Ende werden die Inuits vertrieben und die auf der Erde übrig bleiben, können die Erde jetzt wieder ohne eine Vorherrschaft von Außerirdischen aufbauen. Okay. Also zwischendrin wird die SDF-2 und die SDF-3 auch kommt irgendwie zurück und werden dann vernichtet. Ah ja, cool, okay. Muss ich auch sagen. Ich hab zwei Fragen, Jan. Zum einen, wie kannst du dir das alles merken? und zum anderen, welche Relevanz hat das für das Spiel? Also, ich kann mir das nicht wirklich merken. Ich habe tatsächlich den ganzen Kram neu lesen müssen, weil, ich meine, das ist bei mir auch 30 Jahre her. Und ich meine, ich wusste das alles mal, ich habe es dann aber so ein bisschen quer gelesen und mir wieder zusammengeschrieben. Mhm. Das andere ist, was braucht das für das Spiel? Das Spiel hängt jetzt erstmal davon ab, zu welchem Zeitabschnitt du spielst. Klar. Ja, also in welcher Serie wir spielen. Und welche Erde noch lebt. Auch. Deswegen gibt es beim Robotech ja auch eben Robotech, Southern Cross und Sentinels oder Invit. Ja, du spielst nämlich jeweils dann einen Charakter in dieser Zeit. Und spiele ich bei Robotech, dass ich zugeben muss, niemals gelesen oder gespielt zu haben, spiele ich dann auch mal einen großen Kampfroboter und mal dann ein Motorrad-Kampfanzug? Ja, je nachdem, zu welcher Zeit du spielst, okay, spielst du dann... Also nehmen wir an, du spielst einen Piloten. Ja. Du musst ja keinen Piloten spielen, du kannst ja auch ein Sänger sein. Aber wenn du Pilot... Das ist ähnlich wahrscheinlich wie bei dem MacWarrior-Rollenspiel, oder? Wenn man Sänger ist, ist man auch so nützlich für die Gruppe wie nur was. Also in der Serie ist die Sängerin auf jeden Fall wichtig. Die kommt ständig vor und boostet die Moral der Truppen und ist ganz wichtig für die Story. Ja. Okay. Aber wenn du einen Kampfpiloten spielst, hängt es halt davon ab, in welchem Zeitstrahl du spielst, was für Maschinen du fährst und auch gegen welche du kämpfst. Klar. Und jetzt mal noch mal jemand, Marvel ist mit all seinen unterschiedlichen Universen und so Welten und so weiter kompliziert. Alter, ist doch, also Multiverse ist ja, wie wir jetzt rausgefunden haben, ist Multiverse ja der easy way out. Also wenn du nicht in der Lage bist, drei sich komplett voneinander unterscheidende Storys in eine Zeitlinie zu bringen und daraus eine innere Logik zu entzeugen und so einen billigen Cop-out machst wie, ach, das war eine andere Dimension, dann ist das ja eigentlich voll fußgängermäßig, wenn man sich das anguckt. Genau. Ja. Ja, also das hier ist wirklich, die haben es geschafft, das Ganze einigermaßen chronologisch zusammenzubringen und sogar eine übergreifende Story über alles zu ziehen. Ja, macht Sinn. Und jetzt interessiert mich das Rollenspiel plötzlich doch mehr. Früher habe ich nur gedacht, ach, das ist so ein Palladium-Rollenspiel, da stehen einfach wahnsinnig viele Zahlen drin, die nicht sauber aufbereitet sind in der Tabelle. Und ja, ich habe natürlich für dich auch hier unter Tabellen mal eine Tabelle. Oh, für den Jan eine Tabelle. Sehr schön. Sehr gut. Der Jan kriegt seine persönliche Tabelle zur Verfügung gestellt. Damit grundsätzlich sind Palladium-Spiele ja, wie möchte ich es vorsichtig formulieren, ohne jetzt nach den Star Trek-Fans auch noch die Palladium-Fans gegen mich aufzubringen, die sind zahlenintensiv, nicht notwendigerweise so organisiert, dass es mir leicht fällt, jederzeit mit den vielen Zahlen und Abkürzungen zu den Zahlen umzugehen. Davon jetzt mal abgesehen. Was mache ich dann in dem Spiel? Also habe ich da auch dieses, weil wir hatten das ja bei Backwarrior, dieses, eigentlich willst du irgendwie eine bestimmte Sorte spielen, alles andere ist eigentlich für den Arsch, weil du es praktisch nie sinnvoll benutzt und brauchst als Fähigkeit, weil das Spiel halt darauf angelegt ist. Hier könnte es ja sogar mehr Spiel geben, weil du so verschiedene Zeitebenen hast. Also, richtig. Also ich sag mal, wenn du die erste Zeitebene, also die ursprüngliche Robotech spielst, ist es tatsächlich so, es macht wenig Sinn, was anderes als einen Piloten oder einen Taktiker, einen Techniker zu spielen, weil letztendlich geht es um die
Aufbau, die Entwicklung, diese Kampfmaschinen, um dann gegen die Zentradi zu kämpfen. Es ist natürlich so, dass in dem Film, in der Story, der entscheidende Moment eigentlich ist, dass man die Zentradi davon überzeugt, dass eine andere Lösung möglich wäre. Also ein Teil der Zentradi-Flotte läuft auch über zu den Menschen und hilft ihnen dann gegen die Hauptflotte zu kämpfen. Da kann man natürlich irgendwelche Diplomaten oder so spielen, aber ich sag mal, das ist rollenspieltechnisch echt schwierig. Gut, die anderen spielen halt 43 Sessions lang und dann kommst du kurz mal rein, ja, machst deine diplomatische Handlung und dann gehst halt wieder. So, wo es halt interessanter ist, bei der Stars and Cross-Serie geht es halt viel um die Zentradi-Rebellen, die sich irgendwo in Südamerika verschanzt haben. Und da ist dann durchaus so Auskundschaften und rausfinden, wo sitzen sie, Sabotageaktionen und so. Da gibt es zwar diese Kampfmaschinen noch, aber dies ist nicht mehr der Hauptplot, diese Kämpfe mit den großen Maschinen. Und richtig spannend ist halt der dritte Teil, dieses Sentinels oder Inward Invasion, weil man da eben wirklich Menschen spielt, die quasi von diesen Fröschen, Echsen, Wesen versklavt werden, in Anführungszeichen, aber die lassen sie mehr oder weniger in Ruhe. Und du kannst dann halt versuchen, gegen diese Besatzer zu kämpfen, indem du eben irgendwelches altes Kriegsmaterial irgendwo findest, reparierst und einen Widerstand organisierst. Ja. Ja. Das war auch die Zeit, die wir meistens gespielt haben. Ja. Ja, ich meine, ich habe da einen Techniker gespielt, der hat in seinem Scheune ein Monster MCD 2 versteckt gehabt. Allerdings, also das ist dieses unscheinbare kleine Ding hier. Oh. Ja. Hatte auch fast gar keine Waffen. Ja. Das ist eine Orgel, das sind Orgelpfeifen, die machen Musik. Allerdings haben nur noch zwei von den großen Kanonen funktioniert und für die Laser hatte ich nicht genug Energie. Außerdem ist das ein Zwei-Mann-Mech und ich war allein und ich war eigentlich auch kein Pilot, ich war Techniker. Und ein großer Teil des Spiels ging halt darum, Material für das Viech ranzuschaffen, damit das irgendwann mal wieder läuft und irgendwelche Leute zu finden, die mir helfen, die im Zweifelsfall auch Teile der Steuerung übernehmen können. Und dann wollten wir halt unsere Stadt befreien und die bösen Invits vertreiben, die besetzt halten. Mhm. Irgendwie Gefangenenlager. Also Widerstandsressourcenmanagement, genau. Mangelplot. Genau. Und da gab es halt die normalen Kampfanzüge, sind eben tatsächlich diese sich wandelnden Motorräder. Also du fährst mit dem Motorrad und dann drückst einen Knopf und dann faltet sich das Motorrad um dich rum und macht quasi so einen Kampfpanzer. Der ist dann auch nur noch irgendwie 3 Meter groß oder was. Und diese Frosch-Kampfanzüge sind auch nur so in der Größenordnung, vielleicht 4, also ein bisschen größer sind die. Aber das ist dann wieder einigermaßen balanced. Da kann man da durchaus auch als Mensch mitmachen. Ja. Wenn ich das jetzt aber so richtig verstanden habe, ist das ja, dass man, also von dem, was du erzählt hast, klingt für mich, wenn ich mir jetzt die Serie angucken würde, glaube ich, die ersten 48 Folgen als das, was ich wahrscheinlich am ehesten sehen wollen würde. Also große Kampfmaschinen mit viel Keilerei und so weiter und so fort. Also das, was ich eben, dieses ganze Mecker-Zeug eben, was eben da eben voll das auch dabei ist. Und fürs Rollenspiel ist aber tatsächlich der Teil, den ich persönlich jetzt, wenn ich die Serie gucken würde, wahrscheinlich irgendwann als frustrierend empfinden würde, dass jetzt habe ich mir 60 Folgen angeguckt, um festzustellen, dass alles so richtig im Arsch ist. Also das gehört, glaube ich, bin mir nicht so hundertprozentig sicher, ob mich das wirklich abholen würde. Aber
das ist das, was fürs Rollenspiel dann wiederum am geeignetsten ist, einfach weil es ein bisschen mehr dann down to earth ist, eben weil eben nicht diese Riesenroboter so drin vorkommen. Das ist ja genau das Problem, was wir auch bei MechWarrior hatten, dass das, was den Appeal von dem eigentlichen Spiel ausmacht, eigentlich auch das ist, was es zu einem eigentlich nicht wirklich praktikablen Rollenspiel macht. Mhm. Ja, ich meine, es kommt noch ein gewisses anderes Problem dazu. Leider hat Palladium seine Regeln nicht verändert. Das heißt, es benutzt quasi dieselben Regeln, die es in seinem Fantasy und in seinem TMNT schon benutzt hat und stülpt die quasi da drauf. Stellt dann natürlich sehr schnell fest, oh Scheiße, das funktioniert ja gar nicht, weil so ein richtig großer Laser, der macht dann ja so richtig viel Schaden, das kriegen wir ja mit unseren Zahlen gar nicht abgedeckt. Kein Problem, wir führen ein neues Schadenssystem ein. Mega Damage. Mega Damage. Ja, weil toll. Bisher gab es Damage und Damage gibt es entweder auf die Hitpoints oder auf das sogenannte SDC, also die Structural Damage Capacity. Wie viel Strukturschaden hältst du aus? Also deine Rüstung oder was auch immer. Weil das aber nicht funktioniert, wenn du mit so riesigen Kampfmaschinen agierst, haben sie das neue System Mega Damage. Das ist einfach nur ein Mega Damage, sind 100 STC. Aber es geht nicht in die andere Richtung. Also 100 STC sind nicht ein MDC. Du kannst so viel SDC auf eine MDC-Struktur geben, wie du willst, da passiert gar nichts. Geil. Übrigens, Klammer auf, das meinte ich mit Palladium-Abkürzungen, Klammer zu. Ja, es ist eine Abkürzung, die uns aber bei Palladium dann ständig wieder begegnet. Also Rifts ist quasi ohne MDC nicht funktionierend. Und da ist das Problem eben genauso. Ja, du kannst einen normalen Jäger spielen, der in seiner Jeans und seinem Hemd durch den Wald läuft, aber sobald der von irgendwas getroffen wird, was MDC macht, brauchen wir uns überhaupt keine Gedanken mehr machen, weil das ist ein nasser Fleck im Wald. Ich habe jetzt mal eine Frage. Also außer Jan, Entschuldigung, also ich habe Robotech definitiv nicht gespielt. Ich kenne auch niemanden, der es gespielt hat. Hat einer von euch anderen beiden jemals gespielt oder kennt jemand, der gespielt hat? Robotech ist eines von den Spielen, die ich selbst immer mal wieder mir angucken wollte, gerade im Zusammenhang mit Battletech und so weiter, weil da ging ja in der Battletech-Community damals auch jegliche Form von Stories und Gerüchten und sonst was eben. Also das ist eigentlich Battletech und wa. Also da hat es ja einiges an Stories. Ich meine, du wärst ja damals in der Battletech-Community, in der ich unterwegs war, Jan Schmid, du wärst da, Jan, du wärst definitiv direkt als Halbgott eingestiegen. Einfach weil du die Sachen gesehen hast. Also das heißt, du kanntest die wirklich und sowas. Also das war sowas Mystisches immer, Robotech. Ja. Und die Robotech-Bücher als solches habe ich, glaube ich, überhaupt erst kennengelernt, als ich nicht mal witzigerweise im Laden, sondern als ich bei Welt der Spiele gearbeitet habe. Und da waren die wurden schlagartig immer interessant, wenn irgendjemand wieder herausgefunden hatte, wie man da Dinge mit Rifts mischen konnte. Also ich glaube, ich kenne wenig Leute, die sich wirklich für Robotech gekauft haben, auch damals, wenn ich mit Läden gesprochen habe und so weiter, da ging es eigentlich immer nur darum, dass ich denen erklären musste, ja, das kann man auch mit Rifts mischen. Ja, geil, dann gib mir 5. Klar, nimm. Ja, Peng. Ja, wobei, ich habe damit angefangen, da gab es Rifts noch nicht. Also, wann ist das denn rausgekommen? Das habe ich nämlich auch mich gerade gefragt, weil Rifts ist ja... Also mir scheint das sehr von der Aufgabe, die sie bei Robotech gestellt bekommen haben, inspiriert zu sein. Ja, es ist 1985 rausgekommen. 85. Rift kam 89 raus. Ja. Und also das heißt, aber dann kam ja das Rollenspiel auch mehr oder weniger 2 Jahre nach der Fernsehserie raus. Oder? Ja, ja. Das kam quasi direkt. Aber jetzt nochmal, um das festzuhalten. Wir sind uns einig, dass das eine Fernsehserie ist, die tatsächlich eher sich an Kids richtet. Ja. Okay. War auch dafür. Also,
aber Palladium hat 2 Jahre direkt danach, das heißt, die müssen ja, allein damals gingen ja solche Verhandlungen nicht nach Handschlag, sondern musstest erstmal irgendjemanden finden, dann musstest du den Brief schreiben, dann musstest du den irgendwo treffen. Das hat ja ein bisschen gedauert, du konntest ja nicht einfach irgendwo eine Mail schreiben. Die müssen ja waren relativ früh dabei und sind auch sehr, sehr lange dabei gewesen, im Gegensatz zu fast allen anderen, die mit Harmony Gold irgendwas zu tun hatten. Hat Palladium es geschafft, bis zu dem Flop von dem Kickstarter, von dem Tabletop, was sie rausgebracht haben. Das ist eine ganz andere Rechte, Geschichte. Ja, ja, aber so lange hatten die die Rechte, das Robotech-Rollenspiel rauszubringen. Ja, das war dieses hier, das Robotech, der Kickstarter für die Robotech Tabletop. Mit und auch wieder ganz fett der Warhammer drauf. Ja, ich meine, die Figuren kannst du 1:1 für Battletech benutzen, alle. Was ein Zufall. Die sind auch alle im richtigen Maßstab. Ach, was ein Zufall. Und hat trotzdem nicht funktioniert, irre. Ja, weil sie es nicht auf die Kette gekriegt haben, die Figuren produzieren zu lassen, weil die chinesischen Firmen, die ihnen gesagt haben, ja, ja, machen wir zu dem Preis, gar kein Problem, ja, ja, nächstes Jahr fertig, kein Problem. Seht hat die Büsche. Nicht geklappt. Ja, das ist so Ninja, also die eigentlichen Hersteller sozusagen von dem Ding, wir sind die Ninjas hier, die sind da, ja, ja. Da ziemlich in die Brüche gegangen rüber. Ja. Ja. Genau, also Robotech-Rechte wurden dann von Palladium, gingen von Palladium. Palladium hat da auch ganz schön federn lassen müssen bei der Aktion. Das war nicht schön. Na ja, gut, es war das zweite, dritte oder vierte Mal, dass Palladium irgendwie in dieser Form hat federn lassen müssen. Also die, ja, das ja, muss man jetzt ich war an der Stelle auch mal anmerken. Aber sie haben es ja auch geschafft, diese eine der wenigen Firmen von, ich glaube, die haben... Also es gibt Bücher, die sind dann wahrscheinlich nie rausgekommen, aber die waren mindestens 8 bis 10 Jahre angekündigt für Robotech. Also die waren ja da auch echt Helden drin, immer wieder ja, neue ja. Sachen dafür anzukündigen. Aber das, was du da hast, sind wie viele Bücher? 6? Ich schätze mal so 6, 7 Bücher müsste irgendwie geben für Robotech, oder? Also ich habe hier irgendwas um die 12 und ich habe nicht alle. Du hast nicht alle, so viele, echt krass. Das ist gerade nicht, dass das so viele waren. Aber waren das in erster Linie Sachen für die erste Teil, die zweiten Teil, den dritten Teil? Wild gemischt. Es gab Abenteuer für alles. Es gab ganz viel Background-Material. Man muss allerdings dazu sagen... Abenteuer? Seit wann hat Palladium Abenteuer rausgebracht? Ja, es ja gab jede Menge Abenteuer. Völlig unerhört. Und man muss aber dazu sagen, es ist immer häufig sehr angefüllt mit Tabellen von fragwürdiger Notwendigkeit. Fragwürdiger Notwendigkeit ist auch eine schöne Formulierung, die finde ich gut. Tiffens. Tabellen von fragwürdiger Notwendigkeit, so wie mit den Ratten, von außergewöhnlicher Größe. Und Bilder. Wie faltet sich mein Mech an welcher Stelle wohin zusammen? Wo klappt das Rad von dem Motorrad hin, wenn sich das zusammenfaltet? Und wann muss ich meinen Arm aus dem Weg nehmen? Wenn und das nicht tust, über Seiten gezeichnet. Ah. Ist ja wichtig, sonst kriegst du Knoten in die Beine, wenn du das falsch machst. Insofern war das ähnlich wie bei den Star Wars Geschichten auch ganz viel Background zu dem Film. Okay. Und ich vermute, wie gesagt, es gab in Deutschland halt kaum jemanden, der die Serie gesehen hat und toll fand. Das muss in Amerika ganz anders gewesen sein. Da war das wahrscheinlich tatsächlich ähnlich wie für Star Wars. Wenn du dich für Robotech interessiert hast, hast du dir diese Palladium-Bücher gekauft, weil da stand das Zeug drin. Wie sieht denn der Invid-Hund aus und was macht er wann? Das hast du in diesen Büchern erfahren. Also in der Serie taucht er mal kurz auf und rennt über eine Wiese. Beißt vielleicht dann noch irgendein Kind oder so. Beißt. Ja, aber mehr... Ja? In Deutschland haben die sich definitiv nicht ansatzweise so gut verkauft wie andere Artikel von Palladium. Das weiß ich ganz sicher. Also Robotech war nicht zu vergleichen. Und was ich mitbekommen habe, war, dass eben nachdem Battletech
das hat man eine Weile lang, hat das innerhalb der Battletech-Community so eine gewisse, ja, natürlich verwandtschaftliche Anziehungskraft ausgestrahlt. Die hat dann aber nachgelassen, nachdem alle festgestellt haben, dass man mit diesen Büchern in Zusammenhang für Battletech echt nichts anfangen kann. Gar nicht. Aber auch so wirklich gar nichts, gar nichts. Ja. Und spätestens nachdem die Flums bei Battletech auch offiziell rausgeretconnt wurden, war es vorbei. Ja, genau. Das war halt, das war aber zum Beispiel ein Ding, was eben über diesen Rechtsstreit mit Harmony Gold passiert ist. Weil die Flums eben gleichzeitig von Harmony Gold innerhalb von allem außerhalb von Japan, von Tatsunoko Production, innerhalb von Japan, von Bandai und von Revell mehr oder weniger gleichzeitig beansprucht wurden. Und da wollte sich Faser wahrscheinlich nicht auch noch mit reinsetzen. Das war ihm dann ein bisschen warm. Ja, mal ganz davon abgesehen, dass die Flums auch immer nur eine seltsame Absonderlichkeit waren bei Battletech. Also, ja, aber wir haben halt dadurch ganz viele, also diese Bausätze waren halt super, weil du konntest dann mit riesigen Modellen für irgendwelche Schlachten, wir haben das damals auf den Claymore-Saga-Karten, auf Cons gespielt. So die letzte Schlacht dann von irgendeinem Turnier, damit alle zuschauen können. Mhm. Und da waren die halt super, ne, weil die waren halt echt groß. Völlig abgefahren. Völlig irre. Aber tatsächlich bist du die erste Person, die ich bewusst kennengelernt habe, die wirklich Robotech gespielt hat. Ich habe zwar auch in meinem Bekanntenkreis damals eine Menge Leute gehabt, die total auf die Palladium-Sachen abgefahren sind, aber die wenigsten haben tatsächlich es fertiggebracht, das ernsthaft zu spielen. Also jenseits von, wir haben mal Charaktere gebaut und haben pubertierende Testosteronträume dabei ausgelebt. Also bei der Erschaffung, weil du konntest ja, je nach, also wenn du dir ein neues Buch genommen hast, hast du garantiert wieder was gefunden, was noch geiler war als das, was du in den anderen Büchern schon gefunden hast. Darauf beruhte, glaube ich, auch die Anziehung von dem ganzen Kram. Deswegen hat man immer neue Bücher verkauft, weil die wurden immer geiler und immer geiler und immer geiler. Ja. Aber ich habe, also sowas wie Rifts wurde tatsächlich, haben durchaus Leute das mal geschafft, so sagen wir mal zumindest 2, 3, 4 Runden Sessions zu spielen. Aber bei Robotech kenne ich nicht mal jemanden, der es wirklich ernsthaft probiert hat. Also von daher, gut, du bist schon ein Unikum. Da ist natürlich auch wieder mein Kontakt zu den Amerikanern der Punkt. Ja, wir haben also für Rifts, weiß nicht, Kampagnen gespielt über Jahre. Und bei Robotech, bei den Amerikanern ist das quasi ihr Kindheitsding. So wie bei uns irgendwie Biene Maya, Heidi und irgendwie Captain Future geguckt wurde. Hey, vergleich Robotech nicht mit Captain Future, mein Freund. Jetzt ist Schluss. Ja. Aber jederzeit. Also so gut also wie Captain Future hat einen relativ klaren Weltenbau in seiner Serie gehabt. Ja, aber... So, Logo. Also hier, ich will keine Kritik an Captain Future. Maya versus Heidi, das Rollenspiel. Okay, alles klar, na gut, okay. Ich schicke dir gleich Frau Rottenmeier vorbei. Ja, wir wollen ja jetzt nicht übertreiben. Ne? Und Thekla oder was? Thekla, sehr schön, ja. Genau, wer gewinnt, Thekla oder Frau Rottenmeier? Ich fürchte, war Rottenmeier, weil Thekla ist eine Spinne und sie ist eine Haushälterin. Aber sie hat Angst vor Spinnen. Vor Mäusen. Nee, stimmt, vor Mäusen. Alter, du hast... Also, ja. Das ist so lange her. Also ich sehe schon, wir brauchen das Palladium-Background-Buch zu Heidi und Biene Meier. Mit Riesen und kleinen Spinnen, die den Widerstand gegen Riesen haben. Und, Alter Schwede, hier, da musst du Ich finde das total faszinierend. Sein. Also nicht Heidi und Biene Meier, sondern das ist tatsächlich... Die, ich finde das jenseits von diesem, also dass die ein so eine Serie in die Hände gekriegt haben, um sie umzusetzen, die tatsächlich im Prinzip dazu führt, dass du eigentlich 3 Rollenspiele spielst oder 3 Rollenspielwelten hast. Das ist ja schon krass, diese Aufgabe zu nehmen und zu sagen, so, und jetzt machen wir wirklich 3 verschiedene Schwerpunkte, weil in der Tat, die Leute kommen, um große Roboter zu spielen und bleiben dann vielleicht, weil sie den Widerstand mit lustigen Motorrad-Rüstungs-Suits irgendwie spielen. Und das finde ich schon total spannend. Also ich kenne kein anderes Ding, das diesen, also
bevor es halt diese universellen Systeme gab, die gesagt haben, mit mir kannst du alles spielen, kenne ich kein anderes Ding, das gesagt hat, okay, ich bin diese Marke, aber ich habe diese völlig unterschiedlichen Arten, das zu spielen. Das finde ich schon sehr abgefahren. Das ist ja so fast wie Orks und Elfen nehmen und die dann in den Weltraum tun. Nein! Ja. Völlig Falsch crazy shit. Okay. Also ich bin auch völlig beeindruckt davon, wie gut die das hinbekommen haben. Und damit meine ich jetzt nicht zwingend Palladium, sondern eben die Entwickler also, davor. Also, ja. Was Orks und Elfen angeht, jetzt mal ganz unabhängig von Spelljammer, eine bestimmte britische Firma ist damit sehr, sehr erfolgreich. Weiß nicht, was du damit meinst. Ich kann mit großen Zahlen nicht umgehen. Ja, sehr gut. Ja, man kann mit großen Sachen nicht umgehen. Aber das ist gerade für die damalige Zeit war das eine beeindruckende Leistung. Also ich meine, klar, das war damals sehr üblich, dass man Dinge so in seltsame Verschnitte gemacht hat. Hatten wir gerade eben bei Captain Future war das ja auch nicht anders. Da ist das, da war es in die andere Richtung. Da mussten aus 4 Teilen immer für eine Story mussten immer 3 gemacht werden. Deswegen hast du im deutschen Captain Future immer so zwischendrin so Lücken, wo dir der Erzähler erzählen muss, was die letzte Viertelstunde passiert ist und sowas. Aber das in der Weise zusammenzuschneiden und daraus etwas zu erschaffen, was für die Zuschauer, die es nicht besser wissen, sich wirklich wie eine konsistente, einheitliche Gesamtstory anfühlt, auch wenn die zwischendrin halt wegen mir mal seltsame Kurven und irgendwas beschreibt, aber das machen moderne Storys zum Teil ja durchaus eben auch, wo man so das Gefühl hat, so. Also wenn ich mir zum Beispiel Battlestar Galactica angucke, da könntest du mir durchaus auch klar machen, dass gewisse Staffeln halt eigentlich in Wahrheit aus einem anderen Film stammen. Also das ist überhaupt keine große Schwierigkeit. Also, Last Airbender, also Avatar hat seine eigene Fortsetzung in andere Umgebungen, also die haben sozusagen auch den Kern genommen und völlig anderes Zeitalter, andere Umgebung gesetzt. Also das ist deswegen finde ich es eigentlich fast wagemutig, das war da aus der Not geboren, ja. Aber sehr cool. Und dann gleich noch das Rollenspiel sozusagen damit auch zu basteln, nötigt mir dann schon Anerkennung ab. Also ich bin auch total beeindruckt teilweise, wo sie Szenen genommen haben, die in der japanischen Serie völlig anderes aussagen und bedeuten und eine völlig andere Sache draus gemacht haben, bin ich von der Kreativität her absolut großartig. Es gibt eine Szene, wo irgendwie der Heldinnen durch so ein Hain rennt und überall fallen so Blütenblätter runter. Das soll eigentlich so eine Erinnerungstraumsequenz sein. In der amerikanischen Serie ist das die Schlüsselszene, weil da die Protoculture Flower of Life seine Samen über die ganze Welt verteilt und damit alles verseucht und die Inwits in die Welt holt. Okay. Ich stelle mir den Producer bei Harmony Gold vor, der so, oh Leute, wir haben ein Problem. Okay, naja, finde ich mir irgendeinen so Schreiber, der soll das zusammenkleben, mir scheißegal, kaufen wir halt noch 2-mal von dem Lump irgendwas anderes. Hier, du da drinnen, Mr. Smith, gehen Sie los, schreiben Sie mir das. Warte. Wobei mich das auch wieder nicht wundert, weil diese kulturellen Anpassungen ja durchaus auch etwas ist, was auch gerade in der Zeit sehr viel passiert ist. Und ich meine, Jan hat es ja vorhin schon mal gesagt, mit dem auch, dass viel von diesen Weltenvernichtungsdingen natürlich ein Verarbeitungsprozess auch in Japan, in der japanischen Popkultur war und in den USA ja anders auch mit Kriegsverarbeitung und so weiter umgegangen ist. Hatten das Problem nicht, weil die hatten die Atombombe geworfen. Die mussten sozusagen nicht so sehr aus der Opferrolle drauf gucken. Ja. Erstmal das und das, wo sie Traumata haben, sind sie ja auch in der Popkultur ganz anders umgegangen. Guckt eben also Vietnamkrieg an. Der wurde ja anders verarbeitet als eben in Japan mit den Kriegssituationen und so weiter umgegangen ist. Und dass dann das wieder angepasst wird und anders interpretiert wird und so weiter, das finde ich bis zu einem gewissen Grad nachvollziehbar. Weil es sollte sich ja verkaufen. Und ich meine, ja, eine depressive Serie, wo es ein Stück weit auch um die Vernichtung geht oder so, das verkaufst du ja in den USA nicht. Schwieriger. Wobei das schon, also es ist ja, das, was ich, Power Rangers ist ja das Gleiche. Also bei Power Rangers haben sie einfach eine Serie genommen und dann Jugendliche reingeschnitten oder Saber Riders und so. Also es gibt eine ganze Menge Serien, die wir im Westen in einer Form kennen, die einfach
entweder wirklich sehr anders ist, sehr verkürzt, oder eben auch tatsächlich einfach neu kontextualisiert mit eigenem Material zum Teil drin. Das ist nicht ungewöhnlich, weil viele japanische Serien ja auch für uns zum Sehen sozusagen auch nicht viel besser verständlich sind, selbst wenn wir sie nicht im Original, also wenn wir sie im Original sehen würden, im Originalschnitt. Trotzdem daraus ein Pop-Phänomen, also daraus ein Kulturphänomen zu machen. Und ich meine, Battletech hat ja nicht umsonst die ganzen Mechs geklaut. Also das war ja keine Faulheit nur, also auch, aber nicht nur. Denn die Welt dazu, die haben sie sich ja tatsächlich vorher ausgedacht gehabt. Also das ist ja wirklich eine andere Welt eigentlich. Das ist ja so ein völlig. Also die Story von Battletech ist eine ganz andere Story, ganz andere Geschichte. Aber das große Kriegsmaschinen in irgendeiner Form, also tatsächlich so einem weltweiten Pop-Phänomen geworden, Pop-Kultur-Phänomen geworden sind und auch heute noch in diversen Spielen auch einfach mal irgendwo so auftauchen als Kriegsmaschinerie oder sonst irgendwas, ohne dass sie jetzt im Fokus sind oder so. Also ich meine, das basiert alles auf diesen Originalserien in Japan. Also das ist ja, aber die sind nur deswegen zu einem internationalen Pop-Phänomen geworden, weil sie eben so angepasst wurden. Also weil in den Kontexten, wie die im Original waren, wären die nicht so erfolgreich geworden. Also wenn du die Serie einfach so genommen hättest, wie sie war, bin ich mir sicher, hätte das nicht 1:1 in der Weise dann dabei geklappt. Mal, dann hast du solche Effekte, wie du sie dann hast bei sowas wie Neon Genesis zum Beispiel, was ja dann nicht so bearbeitet wurde. Ja, das löst dann mal so ein, hey, das ist total mega aus. Und dann gucken sich das ganz viele Menschen an und sagen, ich habe ab Folge 2 nicht mehr verstanden, was eigentlich passiert ist, um Himmels Willen. Und warum soll ich mir das am Ende weiter angucken? So, also dann, das ist nicht so ansatzweise so kleben geblieben, wie das, was du jetzt mit Robotech hast. Ich meine, Robotech, guck mal, Palladium hat 30 Jahre lang Robotech rausgebracht. 30 Jahre, das ist völlig irre. 30 Jahre lang Robotech-Material. Und die müssen ja in irgendeiner Weise an irgendjemand verkauft haben. Und das ist ja... Hey, die haben an dem System nicht mal was verändert. Also das Material ist, was die verkauft haben bis zum Ende, ist inhaltlich gesehen 1:1 dasselbe. Ja. Da ist nichts neu dran oder sowas. Das, meines Wissens nach gab es von Robotech auch niemals wirklich eine überarbeitete Auflage oder irgendwie sowas, sondern das ist immer dasselbe Material wieder neu. Ja, das Problem war, dass sie das bei dem Kickstarter von dem Battletech-Klon als Kickstarter auch besucht haben. Sie haben nämlich die Regeln 1:1 übernommen. Oh. Und das funktioniert auf dem Tabletop halt nicht. Ja, sie haben die Menge an verschiedenen Raketen, die es gibt, und die Schadenswerte gesenkt und die Schadenswerte durch 10 geteilt. Das war's. Alles andere funktioniert nach Standard-Palladium-Regeln und die kommen bei der Tabletop-Scene nicht so an. Ich behaupte einfach, dass die auch im Original schon für Rollenspiele eigentlich nicht funktionieren, wenn man nicht einen großen Hammer nimmt und drauf rumhaut. Aber das ist was anderes. Weißt du, wenn du Palladium gewöhnt bist und kennst, dann kannst du schon damit umgehen. Es ist jetzt kein elegantes System, jetzt, aber grundsätzlich funktioniert es. Mal angenommen, ich bin es über Jahre hinweg gewöhnt, dass ich mich morgens mit kaltem Wasser und einer Wurzelbürste abreibe, ja? Dann kann ich das vielleicht auch irgendwann als nostalgisch betrachten. Aber für den durchschnittlichen Spieler ist das, glaube ich, nichts, was aus Spaß macht. Nur so als grober Spaß Vergleich. So als subjektive Wahrnehmung, weißt du? Wenn man lange genug mit der Wurzelbürste sich geschrubbt hat, dann empfindet man das auch plötzlich als sehr angenehm. Das ist was denn, Jan? Mag das sagen? Sehr schön. Großartig. Also du hast auf jeden Fall mein komplettes Weltbild, was Robotech angeht, gerade mal wirklich genommen, wild geschüttelt, neu zusammengesetzt. Und ich habe das Gefühl, ich habe seltenst während einer alten Männerfolge so viel über etwas gelernt, wo ich das Gefühl hatte, dass ich zumindest eine ausreichende Working Knowledge hätte. Hast du gedacht? Ja, einen Scheiß hatte ich. Das gebe ich gerne zu. Ist alles gut. Ist völlig in Ordnung. Also, ich habe auf der einen Seite unglaublichen Respekt dazu gewonnen, auf der anderen Seite für mich wiederum gelernt, warum ich glaube, dass das Robotech-Rollenspiel jetzt nichts wäre, was mich zwingend abholt. Zumindest nicht da, wo ich stehe. Nee, glaube ich auch nicht. Das
Da bin ich bei dir, Markus. Achso, das ist, und ich meine das jetzt gar nicht boshaft, aber ich glaube, allein die Tatsache, dass ich das Gefühl hätte, ich müsste jetzt dauernd dran denken, dass ich hier eigentlich irgendwie so ein Frankenstein-Monster dabei spiele, bin mir nicht sicher. Das stört mich gar nicht, weil ich meine, auch die meisten Fantasy-Welten sind ja einfach nur zusammengeklaut aus allen möglichen. Also ich meine, ja, aber da verrät es mir vielleicht einfach keiner. Also, das ist, außer bei Spelljammer, deswegen gefällt mir Spelljammer ja auch nicht. Just saying. Also runter. Okay, gut, das war gemein. Schon okay. Ist jetzt gerade die Ohrfeigrunde oder was? Ach komm, ey, Palladium, das ist. Ich finde, was immer so großartig ist daran, sind die Ideen, die da drin stecken. Ich bin mir sicher, auch in den Büchern stecken ganz viele coole Ideen und einfach so, die haben so kreative Sparks da drin. Also wo du manchmal so eine Seite aufmachst und denkst so, wow, und dann machst du, dann kommt Energie da raus aus dieser Seite. Aber wenn du die versuchst, mit dem, was dieses Buch ansonsten noch beinhaltet, tatsächlich zu nutzen, funktioniert das für mich nicht. Also ich habe es, not for the lack of trying. Ja, also da kann ich nur begrenzt zustimmen, weil ich habe es versucht und habe es in weiten Teilen benutzen können, aber ich gebe zu, es ist nicht einfach und du musst ganz schön dran rumschrauben. Jetzt nochmal eine Frage, die für mich in dem Zusammenhang wichtig ist, Jan Schmidt. Hm? Wie duschst du morgens und mit welcher Bürste tust du das? Das ist, glaube ich, nicht unwichtig, um das hier zu beantworten. Okay, gut. Also, Die möchte ich jetzt hier so nicht. Einigen wir uns einfach darauf. Wurzelbürsten sind nicht jedermanns Sache. Es war mir auf jeden Fall ein Fest, mit euch hier wieder zusammen uns einmal wild durch die 80er durch Robotech zu flügen. Wobei ja tatsächlich der Großteil gar nicht mit dem Rollenspiel zusammenhing, sondern eigentlich mit die Story hinter Robotech. Ja, aber du kannst das eine nicht ohne das andere betrachten. Das absolut, absolut, absolut. Vor allem, was die Wirkung, was die ganze Branche angeht. Also ich meine, das ist vor allem, weil das Spielsystem uns ja auch reichlich egal ist, weil es halt Palladium. Ja. Achso, sorry. Was für ein Spielsystem. Was der Jan sagt. Ich bin voll bei Jan dabei. Großartig. Ich befürchte, irgendwann müssen wir uns mal hinsetzen und müssen tatsächlich eine Palladium-Runde spielen. Nur damit der Jan Schmidt uns beweisen kann, wie gut die dann doch ist. Und dann werde ich mich durchgängig darüber lustig machen. Das wird super. Ich glaube ja eher, dass wenn es wirklich sowas wie die Hölle gibt, es irgendwo eine einzelne Hölle gibt, wo nur man gezwungen wird, Palladium zu spielen. Oder ja, so. Also für mich wäre das bestimmt eine interessante Erfahrung, ja. Also ich kann euch sagen, dass es für Palladium mindestens 3 Bücher gibt, die sich mit Höllen beschäftigen. Ja, mindestens. Und insofern ist das überhaupt gar kein Problem. Gut, nachdem wir das geklärt haben, wir werden mit Sicherheit auch mit Palladium weitermachen. Ich bin mir sicher, wir sind da noch nicht am Ende. Nein. Euch drei ein großes Dankeschön und vor allen Dingen Jan Schmid, dir ein ganz, ganz großes Dankeschön, dass wir dich dazu nötigen durften, dich nochmal ganz tief in deine Vergangenheit zu begeben und so Halbkindheitserinnerungen, also Früherwachsenerinnerungen da rauszukrabbeln. Früherwachsenerinnerungen rauszukrabbeln. Du wirkst auch ein ganz klein bisschen traumatisiert, kann ich nachvollziehen, dass ich empfehle kalt duschen. Egal, was anderes. Aber es war hoffentlich auch für euch entsprechend interessant, amüsant und informativ. Also ich habe auf jeden Fall unglaublich viel mitgenommen und gelernt daraus. Das war großartig. Es ist und bleibt ein Warhammer. Ja, das ist ein Warhammer. Was anderes, also Excalibur, nee, sowas gibt's auch nicht. Kann ich mich nicht dran erinnern, braucht kein Mensch. Es lohnt sich, dran zu bleiben. Also wir machen jetzt eine ganz kurze Pause, aber die ist wirklich nur kurz, weil danach geht es hier weiter mit einer weiteren Folge Unearthed und Flashing Blades. Wir wollen ja schließlich wissen, was passiert mit unseren drei heldenhaften Mantel- und Degenhelden da. Also die sind also nicht nur Helden, sondern das sind heldenhafte Helden. Und was will der Mann mit der komischen Maske von ihnen? Und was ist eigentlich jetzt die Idee? Wie geht's weiter? Welche weiteren Geschichten müssen sie noch durchleben? Welchen Schergen müssen sie sich stellen? Und werden sie es am Ende schaffen, den wie auch immer gearteten Auftrag zu erfüllen? Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, bleibt dran. Wie gesagt, ein paar Minuten brauchen wir, um uns hier frisch zu machen. Und dann geht's direkt los mit Unearthed und Flashing Blades. Ja, deswegen, kurze Pipi-Pause für alle. Wir sehen uns sofort wieder. Jungs,
ihr da draußen. Bis gleich. Ciao. Tschüss. Tschüss.